Freunde, was macht man, wenn man einen super erfolgreichen Weihnachtsfilm gedreht hat? Millionen Menschen lieben ihn und auch die Kasse klingelt ganz schön. Richtig, man dreht denselben Film einfach nochmal, nur mit einer etwas anderen Handlung und an einem etwas anderen Ort. Zum Beispiel in New York. Ja, genau so ist es geschehen, 1992 mit Kevin allein in New York, dem Nachfolger von Kevin allein zu Haus. Kevin McAllister, wir erinnern uns, wird diesmal nicht zu Hause vergessen, sondern rennt am Flughafen einem Mann im Mantel hinterher, der aussieht wie sein Vater und landet schließlich im falschen Flieger, nicht nach Florida, wie die restliche Familie, sondern nach New York. Kevin allein in New York ist, und das wissen viele vielleicht gar nicht, der Auftakt einer ganzen Reihe von Fortsetzungen des Originalfilms. Insgesamt 6 Filme gibt es unter diesem Label, viele davon wirklich katastrophal schlecht, richtig schlimm. Aber für den zweiten Teil, da gilt das irgendwie nicht. Manche sagen, er war vielleicht sogar ein bisschen besser als der erste. Heute gucken wir uns mal an, wo denn dieser berühmte Weihnachtsfilm gedreht worden ist. Wir versuchen mal, den Weg von Kevin durch die große Stadt nachzuvollziehen. Zeit für eine neue Filmsafari aus New York. Ziel. Sicher ist sicher. So, Freunde, und damit sind wir angekommen in... Nein, nicht in New York. Falls ihr euch jetzt gerade fragt, ey, wo ist der denn da gelandet? Das sieht aber gar nicht so high life und fancy aus, wie ich mir das jetzt irgendwie vorgestellt habe da in New York. Stimmt, ich bin gar nicht in New York, ich bin gerade in Jersey. Das ist quasi die Nachbarstadt von New York und aus einem einzigen Grund, kleiner Trick vielleicht, falls ihr diesen Roadtrip auch mal machen möchtet, hier sind die Zimmer sehr viel günstiger als in New York. Ja, also ich habe mir die Preise mal angeguckt, wie viel so ein Hotel in New York City kostet. Alter, also das ist wirklich 4, 5, 6, 7 mal so teuer wie alles andere, was ich sonst so in den USA buche. Und ein Trick ist eben einfach ein bisschen außerhalb zu übernachten, zum Beispiel in Jersey. Man muss es allerdings mögen, das sage ich dazu. Also ich bin jetzt hier wieder in so einem klassischen Motel. Ne? Wer schon mal in so einem Motel war, der weiß, das ist manchmal ein Abenteuer. Sieht immer so ein bisschen ranzig aus. Es laufen auch manchmal komische Leute da rum und es riecht überall nach Gras. Also, kleiner Trick für euch, falls ihr das auch mal machen möchtet. Vielleicht mal überlegen, einfach ein bisschen außerhalb des Stadtzentrums zu übernachten. So, jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie nach New York rein. Und das soll angeblich auch ganz einfach funktionieren. Ob das wirklich so ist, das testen wir morgen aus. Bis dahin haue ich mich mal ein bisschen aufs Ohr. Und dann sehen wir uns morgen hoffentlich aus New York. Bis morgen. Ja, um von Jersey nach New York City zu kommen, müssen wir einmal über den Hudson River auf die andere Seite fahren. Und das funktioniert am allerbesten mit dem sogenannten Path Train. Da gibt es verschiedene Stationen in Jersey, wo der abfährt, zum Beispiel am Journal Square. Dann kauft ihr euch dort am Bahnhof eine Metrocard aus so einem Automaten hier. So sieht die aus. Die funktioniert für Bus und Bahn in ganz New York und eben auch für diesen Path Train von Jersey aus. Es gibt auch verschiedene Modelle, Einzelkarten, Wochenkarten oder welche zum Wiederaufladen. Könnt ihr selber mal checken, was da das günstigste für euch ist. Ja, und der Path Train bringt euch dann auf direktem Wege nach Manhattan. Das hier ist übrigens die neue stylische Bahnhofshalle des neuen World Trade Centers. Aber dazu später mehr. Freunde, kaum zu glauben, aber ich habe es tatsächlich geschafft,
Ich bin in New York. Ja, allein in New York. Und ich habe mir gedacht, wir fangen unsere Drehorttour heute mal so ein kleines bisschen chronologisch an. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, als Kevin in New York landet, läuft er erstmal so ein bisschen durch die City und ist total begeistert, weil das hier alles so riesig groß ist. Bin ich übrigens auch. Und wir sehen so ein paar Szenen. Unter anderem sehen wir eine Szene, wo Kevin vor einem überdimensional riesigen Santa Claus steht, vor einem Diner. Ja, und genau dieses Diner habe ich gefunden. Das ist direkt hinter mir. Ja, und das hier ist sie, die berühmte Szene, die wir alle aus Kevin allein in New York kennen. Und das hier ist die berühmte Szene heute, 31 Jahre später. Und wir sehen, das Diner, vor dem Kevin und der riesige Weihnachtsmann da rumtorkeln, ist tatsächlich auch heute immer noch da, 31 Jahre später. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Dieses Restaurant hier, das Empire Diner, ist ein ziemlich traditionsreiches. Es existiert tatsächlich schon seit 1946. Zugegebenermaßen wurde es immer mal wieder geschlossen und auch wieder eröffnet in all den Jahren. Aber das Gebäude, inklusive seiner historischen Konstruktion, ist auch heute immer noch hier. Dieses Restaurant hat auch deshalb Kultfaktor, weil es sich über die Jahre zu einem Hotspot für Prominente entwickelt hat. Meryl Streep war zum Beispiel schon mal hier. Madonna, Julia Roberts, Steven Spielberg, Barbara Streisand, Kate Winslet. All diese berühmten Leute sollen hier schon mal gespeist haben. Und darüber hinaus ist dieses berühmte Restaurant auch in allerhand Filmen zu sehen. Neben Kevin allein in New York zum Beispiel auch bei Man in Black 2 und in allerhand anderen Filmen und Fernsehserien. Was sich in den vergangenen 31 Jahren durchaus ein kleines bisschen verändert hat, ist die Umgebung um dieses Restaurant herum. Im Sommer, wie wir hier sehen, bietet das Diner ganz offensichtlich auch eine Außengastronomie an. Das war, als Kevin allein in New York gedreht worden ist, nicht der Fall. Und wir sehen hier oben im Film, leider nur ganz leicht angedeutet, auf dem Dach des Diners so eine Säule. Und das war das Empire State Building. Ja, die hatten da so ein Modell vom Empire State Building oben auf dem Dach und das für viele, viele Jahrzehnte. Das ist heute tatsächlich nicht mehr da. Dieses Empire State Building fehlt leider auf dem Dach des Empire Diner. Wenn wir aber sonst mal so um dieses Gebäude rumgucken, die Häuser, die so im Hintergrund zu sehen sind, die sind alle noch da. Die Wolkenkratzer da auf der linken Seite, das hätte mich natürlich interessiert, ob die damals auch schon da waren. Die sieht man aber leider nicht in diesem Filmausschnitt. Und hier die ganze Szene nochmal aus einer etwas anderen Perspektive. Hier steht der kleine Kevin in der großen Stadt vor diesem riesigen Weihnachtsmann und vor dem Empire Diner. Und auch hier sehen wir nochmal ganz gut, die Fassade dieses Gebäudes ist exakt dieselbe wie auch damals. Auch die Gebäude drumherum sehen immer noch so aus wie vor 31 Jahren. Die Wand hinter dem Empire Diner, die wurde heute mit ein bisschen Street Art verziert. Ja, ansonsten hat sich hier allerdings kaum was verändert. Und bevor wir zum nächsten Drehort weiterziehen, das hier fand ich noch ganz witzig, hier hängt ein Parkverbotsschild direkt neben dem Empire Diner an einer Laterne. Und zwar, weil hier ein Filmdreh stattfinden soll, und zwar zu einem Projekt namens Tiffany & Co. Also falls ihr in den nächsten Monaten, Jahren mal einen neuen Film im Kino sehen solltet oder eine neue Serie, die Tiffany & Co. heißt, dann habt ihr von mir auf jeden Fall als erstes davon erfahren. Und ihr wisst dann sogar, wo er gedreht worden ist. Der nächste Ort auf unserer Liste ist nicht sonderlich wichtig. Wahrscheinlich erinnert ihr euch nicht mal mehr an ihn. Aber er ist eine sehr gute Gelegenheit, mal ein bisschen Sightseeing in Chinatown zu machen. Hier befindet sich nämlich der grüne Laden, in dem Kevin das Feuerwerk kauft, was er auch dann später im Laufe des Films verpulvert. Ja, und jetzt kommt leider die große Enttäuschung. Das hier ist der Feuerwerksladen, wie wir ihn im Film kennen. Und das hier ist er leider heute. Ja, das Feuerwerksgeschäft existiert heute nicht mehr. Und ich musste wirklich 2 bis 12 Mal gucken, ob das hier wirklich der Laden ist, der auch im Film gezeigt wird. Das Internet allerdings sagt, dass es dieser Laden hier gewesen sein muss. Und man erkennt das auch an so ganz kleinen Details noch, dass das hier früher dieses Geschäft war. Und zwar links an dieser Eingangstür, die wir dort sehen. Die ist zwar heute rot, dieser ganze Rahmen ist heute rot. Allerdings sehen wir hier oben über der Tür immer noch so kleine Schnitzereien, auch wenn die dort eine andere Farbe haben. Und wir sehen im Film auch, dass über diesem Geschäft so eine Wohnung ist mit so einer Feuertreppe. Auch die ist heute, 31 Jahre später, immer noch da. Was heute völlig anders aussieht, ist dieses Gebäude dort auf der rechten Seite. Das ist mit allem möglichen Zeug verhangen. Allerdings gibt es auch hier an der rechten Seite so eine Eingangstür. Und ja, auch die sieht immer noch so aus wie hier in der Filmszene.
Ja, aber Feuerwerk, so viel ist klar, das werden wir hier heute nicht mehr bekommen. Vielleicht noch kurz zwei, drei Fun Facts zu diesem Stadtviertel hier, Chinatown in Manhattan. Dieses Stadtviertel beherbergt tatsächlich die größte ethnische chinesische Bevölkerung außerhalb Asiens. Knapp 900.000 Leute leben hier und die Geschichte dieses Viertels reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als chinesische Einwanderer in die USA kamen und sich dann hier nach und nach in diesem Viertel niederließen. Falls ihr hier heute mal eine kulinarische Entdeckungstour machen wollt, ist das auf jeden Fall der perfekte Ort. Hier gibt es alle möglichen Lebensmittelgeschäfte, Nudelhäuser, Souvenirläden, Bubble-Tea-Shops und so weiter und so fort. Und wer weiß, wenn ihr ein bisschen sucht, vielleicht findet ihr ja auch noch ein Feuerwerksgeschäft. Kommen wir zu einem ziemlich traurigen, zu einem ziemlich bedrückenden Ort auf unserer Liste. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Es geht um das World Trade Center. Auch 1992, als der Film Kevin allein in New York veröffentlicht wurde, fährt Kevin McAllister die beiden berühmten Zwillingstürme hoch, steht dann oben auf so einer Aussichtsplattform, packt seine Polaroid-Kamera aus und ist total begeistert vom Blick auf die Stadt. Nur 9 Jahre später stürzen diese beiden berühmten Zwillingstürme nach einem Terroranschlag mit 2 Flugzeugen in sich zusammen. Ich weiß noch ganz genau, wie das damals gewesen ist. Ich weiß noch ganz genau, was ich an diesem Tag gemacht habe. Es geht euch wahrscheinlich ähnlich. Wo ich bislang aber noch nie gewesen bin, ist der Ort, an dem all das passiert ist. Dieser hier. Hinter mir seht ihr das World Trade Center Memorial. Es ist ein wirklich komisches Gefühl, hier zu stehen. Exakt an dem Ort, an dem früher einmal die berühmten Zwillingstürme standen, sind heute 2 riesige Schluchten zu sehen. 9 Meter tief, in genau derselben Größe wie die beiden Türme und in der Mitte ein großes Wasserbecken. Um dieses Mahnmal herum zieht sich jeweils eine Mauer, auf der die Namen der Opfer des Terroranschlags stehen. Dieses Mahnmal wurde vom Architekten Michael Arad entworfen und 10 Jahre nach den Anschlägen, im September 2011, eröffnet. 2014 kam ein Museum hinzu, in dem ihr zahlreiche Relikte des 11. September sehen könnt, zum Beispiel dieses völlig zerstörte Feuerwehrauto. Und um dieses Denkmal herum, da hat die Stadt New York in den vergangenen Jahren ihre neue Skyline aufgebaut. Das wohl beeindruckendste Bauwerk ist das neue One World Trade Center, also im Prinzip der Ersatz für die beiden zerstörten Zwillingstürme. 541 Meter hoch ist das, hat 94 Stockwerke und ist das 7. Gebäude der Welt. Auch die World Trade Center Gebäude 3, 4 und 7 wurden neu gebaut. In den kommenden Jahren soll noch das World Trade Center 5 folgen. Und was eben auch neu ist, ist der eben schon erwähnte Bahnhof unter dem World Trade Center, auch Oculus genannt. Auch der wurde bei den Terroranschlägen völlig zerstört und erinnert heute ebenfalls in seiner Bauform an dieses Ereignis. Übrigens, das One World Trade Center hat heute auch wieder eine Besucherplattform, das One World Observatory. Das ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, heute nicht so wie damals bei Kevin, dass man da einfach so aufs Dach kann, sondern es ist vielmehr ein verglastes Stockwerk mit Scheiben davor. Aber wer möchte, der kann natürlich auch dort den Ausblick über New York genießen und seine Polaroid-Kamera auspacken. So, nachdem Kevin durch die Stadt geirrt ist, braucht er natürlich eine Bleibe. Und wo findet er die? Richtig, im Plaza Hotel, bekannt aus der beliebten Quizshow Ding Dang Dong. Ja, das ist wohl einer der wichtigsten Orte aus dem Film Kevin allein in New York, oder? Das ist das Plaza Hotel, wie es damals im Film aussah. So sieht es heute, 31 Jahre später, aus.
Dieses Gebäude hier wurde im Jahr 1907 erbaut, und zwar für 12,5 Millionen US-Dollar im Stil der französischen Renaissance. Und in den folgenden Jahren etablierte sich das Plaza Hotel dann als dieses berühmte Luxushotel, was heute wirklich ein Wahrzeichen der Stadt New York ist. Alle möglichen Prominenten stiegen hier ab. Auch alle möglichen Filme wurden hier gedreht, unter anderem Alfred Hitchcocks Der unsichtbare Dritte oder auch Crocodile Dundee und eben auch Kevin allein in New York. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Szene erinnern, wo Kevin durch die Lobby läuft und dann auf Donald Trump trifft. Das hat den Grund, dass dieses Hotel damals ab 1988 eben Donald Trump gehörte und man munkelt, diese Szene gibt es nur aus einem einzigen Grund, und zwar, weil Donald Trump darauf bestanden hat, einmal durchs Bild zu laufen, sonst hätte es eben keine Drehgenehmigung gegeben. Was man allerdings auch dazu sagen muss, heute ist dieses Hotel nicht mehr das Hotel, was es im Film Kevin allein in New York noch gewesen ist. 2004 wurde es nämlich für 675 Millionen US-Dollar an eine Investmentfirma verkauft und die hatte damals den Plan, dieses komplette Hotel zu schließen und alle Hotelzimmer zu Eigentumswohnungen zu machen. Das gab in der Stadt allerdings ziemliche Proteste, sodass man sich auf einen Kompromiss geeinigt hat. Nur die Wohnungen mit Blick auf den Central Park und die Fifth Avenue wurden zu Eigentumswohnungen umgewandelt. Die Zimmer mit etwas weniger schönem Blick werden heute weiterhin als Hotel genutzt. Früher gab es hier insgesamt 805 Zimmer, heute sind es nur noch 348. Die sind aber weiterhin schweineteuer. Ich habe gerade mal kurz geguckt, was so die Preise sind. Irgendwas zwischen 1,5 und 1,8 bezahlt man hier heute für eine Nacht im Plaza Hotel. Also eine etwas andere Liga als mein schrammeliges Motel in Jersey. Gut, werfen wir noch einen kleinen Blick auf dieses Gebäude hier an sich. Wir sehen in dieser Szene, dass sich nicht allzu viel verändert hat. Dieser Brunnen zum Beispiel, den wir hier auf der linken Seite der Szene sehen, der ist auch heute noch da. Der war damals wunderschön weihnachtlich beleuchtet. Und wir sehen auch, dass sich das Gebäude nicht großartig verändert hat. Früher hingen da eine ganze Menge Fahnen an den Fenstern. Diese Stangen sind heute immer noch da, nur hängen da irgendwie keine Fahnen dran. Was sich aber ganz eindeutig verändert hat, ist dieser Vorbau vor dem Plaza Hotel. Den hat man offenbar in den vergangenen Jahren mal ganz neu dahin gebaut. Der existierte damals noch nicht. Hier sehen wir das Gebäude nochmal aus einer anderen Perspektive. Es sieht wirklich wunderschön aus. Und daran hat sich auch 31 Jahre später nichts geändert. So sieht es heute aus. Interessant ist auch, dass dieser sehr modern aussehende Wolkenkratzer links daneben auch damals schon da war. Das Plaza Hotel spiegelt sich regelrecht da drin. Ist das nicht wunderschön? Ja, das ist das sogenannte Solow-Gebäude und es wurde 1974 erbaut. Da befinden sich heute diverse Firmen mit ihren Büros drin. War damals auch nicht ganz unkritisch, als das hier gebaut wurde. Den Leuten war dieses ganze Design ein bisschen zu fancy, aber ich finde so in Kombination mit dem sich spiegelnden Plaza Hotel hat irgendwie was, oder? Werfen wir mal einen genaueren Blick auf den Eingangsbereich dieses berühmten Hotels. Wir haben ja eben schon gesehen, dass der Vorbau damals noch nicht existierte. Der Eingangsbereich sieht allerdings immer noch so ähnlich aus wie damals vor 31 Jahren. Wir haben immer noch diesen wunderschönen roten Teppich, der den Besuchern hier ausgerollt wird, wenn sie das Plaza Hotel betreten. Es gibt immer noch diese schönen Säulen mit den kleinen Uhren drauf. Die Türen sehen ein kleines bisschen anders aus. Und auch dieses Vordach hat man offenbar geändert über die Jahre. Das war damals auch weiß und es stand The Plaza drauf. Heute ist es irgendwie total verschnörkelt und verspielt. Sieht fast noch prunkvoller aus als damals im Film. Und hier nochmal ein kleiner Schwenk nach rechts. Auch alles, was neben diesem Eingangsbereich damals existierte, ist heute offenbar noch da. Da seht ihr zum Beispiel diese Tür mit dieser Kugellampe, die man da sieht. Ja, selbst die existiert heute, 31 Jahre später, immer noch. So, und jetzt wird es endlich Zeit, dass Cedric uns die Pizza bringt, die wir dann genüsslich verspeisen während einer Fahrt in einer schweineteuren Limousine. Ja, diese Szene spielt hier vor dem Eingangsbereich Plaza Hotels mit dieser wunderschönen Kulisse im Hintergrund. Wir sehen wieder einmal den Brunnen auf der rechten Seite. Wir sehen alle möglichen Hochhäuser im Hintergrund. Wenn wir ganz genau hingucken, dann sehen wir auch, dass die auch im Prinzip alle noch da sind, die wir hier auch im Film sehen. So ein paar kleine Dinge haben sich schon verändert. Zum Beispiel ist dort auf der rechten Seite heute ein Apple Store eingezogen. Den hat es damals noch nicht gegeben. Ja, aber ansonsten sieht dieser Vorplatz dieses Hotels doch ziemlich vertraut aus, oder? So, und bevor wir weiterziehen und bevor der Erste in die Kommentare schreibt, Matthias, wieso gehst du denn eigentlich nicht ins Plaza Hotel rein? Ich habe mich über dieses Thema informiert und es ist offenbar so, dass man zwar Zugang zu diesem Hotel bekommt, man kann da in so einen Vorraum rein und sich da umgucken,
Die Szenen aus Kevin allein in New York wurden allerdings in der Lobby gedreht und die ist tatsächlich nur für geladene Hotelgäste da. Das heißt, wir sehen da leider nicht allzu viel, wenn wir da reingehen. Und deswegen würde ich sagen, wir belassen es dabei. Diese Eindrücke von außen, die reichen mir ehrlich gesagt auch. Und wir ziehen mal weiter zu unserem nächsten Drehort. So, jetzt ist es soweit. Treue Zuschauerinnen und Zuschauer kennen diesen Moment bereits. Bei jeder Drehorttour gibt es auch immer eine kleine Enttäuschung. Und dieser Moment ist jetzt gekommen. Es gibt in Kevin allein in New York zwei Orte, die super wichtig sind für den Film, die wir uns aber beide heute nicht angucken können. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Diese beiden Drehorte befinden sich gar nicht in New York. Ja, und der erste Ort, von dem ich spreche, ist das hier. Das berühmte Spielwarengeschäft Duncan's Toy Chest aus dem Film. Das befindet und befand sich niemals in New York, sondern in Chicago. Ja, das Gebäude existiert tatsächlich. Diese historische Fassade existiert tatsächlich noch, nur eben nicht in New York, sondern in Chicago. Wir haben aber zum Glück die Möglichkeit, uns dieses Gebäude einmal auf Google Street View anzugucken. Und so sieht das heute, 31 Jahre später, aus. Diese historische Fassade ist immer noch da. Allerdings, total unromantisch, ist das heute und auch damals kein Spielwarengeschäft gewesen. Es ist heute eine Anlageberatung. Ja, der ganze weihnachtliche Zauber aus Kevin allein in New York ist heute definitiv verflogen. Ja, für diesen berühmten Spielwarenladen, den wir im Film sehen, gab es damals eine echte Vorlage. Und zwar das Spielzeuggeschäft FAO Schwarz Toy Store, also wie mein Nachname im Prinzip. Der stand damals in der Fifth Avenue und spielte auch im Tom Hanks Film Big eine große Rolle. Gedreht hat man dort aber dann schlussendlich nicht, sondern vor dem Rookery-Gebäude in Chicago. Und die Innenszenen, wo Kevin dann zum Beispiel die Turteltauben erhält und wo sich auch Marv und Harry in den Spielsachen verstecken, das wurde alles im Uptown Theater gedreht. Also alles irgendwie ziemlich zusammengefaked. Wenn wir allerdings die Filmszene mal mit der Realität vergleichen, dann sehen wir, an der Fassade dieses Gebäudes hat sich nicht viel verändert. Dieser Bogen ist immer noch da. Auch diese lustigen Fenster mit den Auswölbungen links und rechts, die sind auch immer noch da, mit diesem braunen Rahmen. Und auch beim Gegenschuss können wir erkennen, dass hier auch 31 Jahre später noch alles steht. Hier sehen wir so zwei Säulen, die gehören zu diesem Gebäude direkt gegenüber. Ja, und die zweite Enttäuschung, und jetzt wird's richtig wild, ist das Haus von Rob McCallister. Ihr erinnert euch vielleicht, die große Baustelle, wo es dann am Ende des Films zum großen Showdown kommt und wo Kevin ein weiteres Mal die Gangster reinlegt und sie auf dieser Baustelle in den Wahnsinn treibt. Auch für dieses Haus gibt es offenbar eine Vorlage. Im Film wird nämlich eine Adresse verraten. An dieser Adresse hier in New York finden wir auch Häuser, die zumindest ähnlich aussehen wie das Haus von Rob McCallister. Das Haus, was wir im Film sehen allerdings, existiert in der Realität überhaupt gar nicht. Das ist nämlich ein Studioset, sowohl von innen als auch von außen. Gedreht wurden diese Szenen nämlich in den Universal Studios in Los Angeles. Dort gibt es eine Straße mit allerhand Gebäuden, die so ein bisschen nach New York aussehen. Deswegen wird diese Straße auch die New York Street genannt. Und dort befindet sich eben auch das Haus von Rob McCallister, wo all diese Szenen gedreht worden sind. Also leider nichts, was wir uns in der Realität angucken könnten. Bisschen schade, aber ich habe ja noch ein paar weitere berühmte Orte auf der Liste. Was natürlich sehr wohl in New York existiert, ist der berühmte Central Park. Hier werden wir gleich mehrere Szenen aus Kevin allein in New York wiederentdecken. Unter anderem trifft er hier seine neue Freundin, die Taubenlady. Ja, und das ist wohl eine der prägnantesten Szenen hier aus dem Central Park, aus dem Film, die historische Brücke, vor der die Taubenfrau immer steht. So sieht das hier heute, 31 Jahre später, in der Realität aus. Bei der Brücke handelt es sich um die sogenannte Gapstow Bridge, wurde 1896 erbaut nach dem Entwurf der Architekten Howard and Cordwell. Ja, und wie wir hier sehen, es hat sich nicht allzu viel verändert in den vergangenen 31 Jahren. Man sieht, dass hier und da der ein oder andere Busch, der ein oder andere Strauch, der ein oder andere Baum hinzugekommen ist, der damals noch nicht da gewesen ist. Und hier am Ufer dieses kleinen Teichs hat man einen Zaun gezogen, der damals offenbar auch noch nicht da gewesen ist. Ansonsten ist der Weg um diesen Teich herum immer noch da, auch die Bänke stehen immer noch am Wegesrand. Sieht immer noch genauso schön und idyllisch aus wie vor 31 Jahren.
In dieser Szene sehen wir die Brücke nochmal in der Nahaufnahme. Die Taubenlady und Kevin standen damals ganz offensichtlich auf dem vereisten Wasser. Anders kann ich mir diese Szene nicht erklären. So sieht es heute in der Realität aus. Und dann habe ich noch versucht, diese Perspektive hier zu finden. Wir sehen hier auf der linken Seite so eine Laterne, dann die Brücke im Hintergrund und dahinter nochmal ganz viele große Gebäude. Das muss, wenn mich nicht alles täuscht, von hier gefilmt worden sein, denn hier sehen wir auch auf der linken Seite diese Laterne, die immer noch da ist. Der Weg macht so eine Biegung nach rechts, aber wegen der ganzen Bäume und Blätter sehen wir die Brücke und die Gebäude gar nicht mehr im Hintergrund. Ja, und das Schöne ist, wir haben hier vom Central Park nochmal eine ganz tolle Sicht auf die Skyline von New York. Unter anderem auch eben auf das Plaza Hotel, wie es auch im Film gezeigt wird. So sieht das heute in der Realität aus und wir sehen, diese Skyline existiert in dieser Form auch heute noch. Es ist sogar ein Gebäude, wenn ich mich nicht täusche, hinzugekommen. Das ist dieser kleine, spitze Wolkenkratzer, der hier zu sehen ist. Der hat damals vor 31 Jahren offenbar noch nicht existiert. Und auch in dieser Szene sehen wir das Plaza Hotel nochmal. Das müsste die letzte Szene des Films gewesen sein, wo Kevin zur Taubenlady läuft und ihr dann die Turteltauben schenkt. Ja, das wurde, wenn mich nicht alles täuscht, von hier gefilmt. Wir sehen hier diesen Weg mit der Kurve und auf der linken Seite die Bänke, die damals hier standen und die auch heute immer noch hier stehen. Und hier nochmal der Vollständigkeit halber die Taubenlady in Nahaufnahme. Zeige ich euch jetzt nur, um euch zu zeigen, dass diese Hügel im Hintergrund, die immer wieder im Film zu sehen sind, hier tatsächlich im Central Park existieren. Hier gibt es ganz viele Felsen und Geröll und so kleine Berge in diesem Park, wo man hoch und runter laufen kann. Ist irgendwie ganz interessant, so mitten in der Stadt. Ja, die sieht man im Film und die sieht man halt auch in der Realität. Nicht weit von der Brücke entfernt, also eigentlich nur einmal um die Ecke, finden wir den nächsten wichtigen Drehort. Na, erkennt ihr ihn wieder? Richtig, das ist der Tunnel, wo Kevin ganz am Ende des Films von den beiden Gangstern gekidnappt wird. Und dann kommt ihm die Taubenlady genau hier zu Hilfe und überstreut die beiden Gangster mit Taubenfutter. Ja, und dann geht's richtig los. Ja, all das wurde hier vor diesem Tunnel gedreht. Ja, oder auch nicht. Denn es sind so ein paar Ungereimtheiten aufgetaucht, als ich angefangen habe, die Szenen hier zu vergleichen. Und ich zeige euch das mal. Ich glaube, man hat hier ein bisschen getrickst. Das hier ist die Szene, wie wir sie aus dem Film kennen. Kevin läuft in diesen Tunnel rein. Und so sieht das hier heute in der Realität aus. Man könnte sagen, ja, das passt schon. Das sieht schon so aus wie im Film. Wenn wir aber mal ganz genau hingucken, dann sehen wir, irgendwas ist hier anders. Zum einen sehen wir auf der linken Seite eine Treppe neben diesem Tunnel. Das ist auch die Treppe, wo später die Taubenlady draufstehen wird, um die beiden Gangster, die Kevin gekidnappt haben, mit Taubenfutter zu bewerfen. Diese Treppe existiert in der Realität gar nicht. Da ist einfach nur Gebüsch, da ist auch so ein kleiner Pfad, da kann man wohl hochlaufen. Aber diese Treppe ist nicht mehr da. Gut, könnte man sagen, die wurde vielleicht in den vergangenen Jahren abgerissen. Wenn wir uns allerdings diese Szene hier mal angucken, die Taubenlady wirft das Vogelfutter auf die beiden Gangster, dann sehen wir, irgendwas ist hier auch am Tunnel selbst anders. Schaut euch mal diese Fassade an, die ist sehr viel schrumpeliger, als das heute der Fall ist. Auch da unten, das Ende dieses Torbogens, das sieht ganz anders aus als hier in der Realität. Und das war der Zeitpunkt, wo es mir komisch vorkam, denn das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Das kenne ich nämlich wirklich nicht von meinen Drehorttouren, dass wirklich die Fassade solcher historischen Gebäude derart verändert wird. Und laut meiner Internetrecherche wurde hier auch in den vergangenen 31 Jahren nichts an diesem Tunnel verändert. Ich habe mich dann mal versucht, so ein bisschen reinzulesen, was hier möglicherweise passiert sein könnte. Es gibt so ein paar Filmforen auch, die darüber spekulieren. Und deren Theorie ist, dass diese Szene tatsächlich auch im Studio gefilmt worden ist. Dass man diesen ganzen Tunnel einfach nachgebaut hat. Und zwar haargenau bis eben auf so ein paar ganz kleine Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eben diese Außenfassade hier. Das würde übrigens auch bedeuten, dass diese Treppe auch damals vor 31 Jahren nie hier gewesen ist, sondern dass man die einfach nur im Studio gebaut hat und dass eben hier an dieser Stelle auch gar nicht in Wirklichkeit gedreht worden ist. Aber so richtig hundertprozentig sicher bin ich mir halt mit dieser Theorie auch nicht.
Es gibt noch so ein paar weitere Indizien, wie zum Beispiel auch diese Szene hier, wo die Gangster Kevin im Schlepptau haben. Und dann laufen sie durch diesen Tunnel hier hindurch. Hier sehen wir, dass der Tunnel sehr viel kürzer scheint, als das in der Realität der Fall ist. Der wirkt in der Realität sehr viel länger. Das kann allerdings auch an der Kameraeinstellung einfach gelegen haben. Aber auch hier sehen wir rechts und links an der Fassade, dass diese Steine da völlig anders aussehen, als das in der Realität der Fall ist. Die sind sehr viel rauer. Also wenn die Theorie stimmt, dann hat man den hier wirklich ganz originalgetreu nachgebaut. Man hat sich wirklich mit jedem kleinen Detail Mühe gegeben, aber an der einen oder anderen Stelle dann eben doch nicht richtig aufgepasst. Ja, und die Treppe, die da hinten nach oben geht, die sieht im Film auch sehr viel schrumpeliger und schnörkeliger aus, als es in der Realität der Fall ist. Das könnte natürlich aber auch daran gelegen haben, dass man das hier einfach in den vergangenen 31 Jahren mal saniert hat. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch noch zwei, drei weitere Szenen von diesem Tunnel. Zum Beispiel die hier, da wurde irgendwie aus dem Gebüsch heraus gefilmt auf diesen Tunnel drauf. Ja, auch hier sehen wir nochmal, da war links dann eben so eine Treppe. Rechts eine Laterne, die aber deutlich weiter in den Büschen stand, als das hier in der Realität der Fall ist. Ja, und der Tunnel selbst war auch sehr viel weniger bewachsen. Hier hängt Kevin mit seinem Fuß an einem Felsen fest. Ja, diesen Felsen, den gibt es hier tatsächlich auf dieser Seite. Falls es hier nicht gefilmt worden ist, dann hat man sich den auf jeden Fall zur Vorlage genommen. Und hier sehen wir dann nochmal Kevin und die Taubenlady in Nahaufnahme. Noch einmal sehen wir im Hintergrund die Treppe, die da nach oben geht, inklusive einer Laterne, die da oben steht. All das ist heute definitiv nicht hier zu sehen. Übrigens, kleiner Hinweis, falls ihr den Plan haben solltet, hier wie Kevin durch die Büsche zu kraxeln, lasst es lieber sein. Die Stadt New York hat ein riesiges Rattenproblem. Guck mal da, ich habe sogar eine auf die Kamera bekommen. Die laufen hier durch den ganzen Central Park, es ist echt eklig. Und auch hier ständig durchs Gebüsch, also bleibt da lieber raus. Ebenfalls im Central Park finden wir den Ort, an dem Harry und Marv ihr Unwesen treiben, und zwar auf der Eisbahn. Dort klauen sie ja allen möglichen Gästen total unauffällig ihre Schals und Mützen und so weiter und so fort. Die Eisbahn ist direkt hinter mir. Eis ist das zwar heute noch nicht, aber offenbar laufen die Vorbereitungen schon. Und das ist die Szene aus dem Film. Harry guckt auf die Eisbahn, auf der gerade Marv durch die Gegend fährt. Das wurde von hier gefilmt. Die Eisbahn, die wir hier sehen, ist der sogenannte Woolman Ring, benannt nach ihrer Stifterin Kate Woolman. 1949 wurde diese Eisbahn eröffnet. Und auch in der Geschichte dieser Eisbahn treffen wir mal wieder auf Donald Trump. Der hat nämlich 1986 die Renovierung dieser Eisbahn verantwortet, sodass dann eben ein paar Jahre später Kevin allein in New York hier gedreht werden konnte. Aber nicht nur dieser Film, die Eisbahn ist auch in vielen anderen zu sehen, zum Beispiel in dem Film Love Story aus dem Jahr 1970 und in Weil es dich gibt aus dem Jahr 2001. Harry versucht, Marv zu überzeugen, dass das totaler Schwachsinn ist, was er hier macht und er den Leuten nicht die Schals und Mützen klauen soll. Das wurde von hier gefilmt. Wieder einmal haben wir im Hintergrund einen wunderschönen Blick auf die Skyline von New York. Die Kamera schwenkt von rechts auf die Eisbahn drauf und diese Szene ist super interessant, denn hier sehen wir, dass sich an der Skyline von New York, zumindest auf dieser Seite, ein bisschen was verändert hat. Wir sehen zwei riesig große, mehrere große Hochhäuser auf der rechten Seite, die damals noch nicht da gewesen sind. Wir sehen auf der linken Seite das Essex House, das stand damals schon da und ist auch heute noch da. Und die beiden Gebäude links und rechts daneben, die waren damals auch schon da. Das Gebäude hinter dem Essex House allerdings, das scheint mir auch neu zu sein. Also hier wurden in den vergangenen 31 Jahren wirklich nochmal eine ganze Reihe an riesengroßen Hochhäusern gebaut. Und auch bei diesem Schwenk nach links sehen wir das nochmal, das Essex House hier auf der rechten Seite zu sehen und auch auf der linken Seite, da ragen hier und da immer mal wieder so kleine, hohe Hochhäuser raus, die damals hier offenbar noch nicht gestanden haben. So Leute, die Sonne geht langsam unter, darum wird es jetzt Zeit für unseren letzten Drehort aus dem Central Park. Es ist der Ort, wo Kevin vor den beiden Gaunern flüchtet und sich dann in einer Kutsche versteckt und wegfährt. Ja, all das passiert an einem historischen Brunnen, den ihr direkt hinter mir seht.
Ja, aber bevor wir uns um den Brunnen kümmern, kümmern wir uns vielleicht erstmal um die allererste Szene, die wir im Film sehen. Wir sehen diese Treppe, da kommt Kevin nicht runter und auch nicht die Gangster, sondern die kommen da links durch diesen Torbogen durch, dazu später mehr. Aber das hier ist der erste Kameraschwenk, den wir im Film von diesem Ort sehen. Ja, hier hat man überhaupt nichts gefaked. Hier hat man wirklich den originalen Ort benutzt, keine Studiokulisse. Hier sieht wirklich alles noch exakt so aus wie damals vor 31 Jahren im Film. Die Torbögen auf der linken Seite, die Treppe, diese Pömpel hier mit den ganzen Verschnörkelungen, all das ist noch da. Das ist übrigens die Bethesda Terrace, ebenfalls entworfen von den Architekten des Central Parks. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen sollen. Als ich hier war, wurde hier Yoga gemacht und es gab kleine Tanzkurse um diese Treppen hier herum. Ja, und im Film Kevin allein in New York wurde diese Terrasse eben genutzt als Versteck für Kevin, der sich hier in einer Kutsche versteckt. Die Kamera schwenkt nach links. Hier sehen wir schon die Kutsche, in der sich Kevin gleich verstecken wird, inklusive Pferd. Und im Hintergrund diese schönen Torbögen. Das wurde von hier gefilmt. Und in dieser Szene sehen wir dann, wie Kevin durch diese Torbögen hindurchläuft und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Richtig geil gefilmt, oder? Schaut mal da hinten, wie das Sonnenlicht durch die Torbögen hindurchstrahlt. Richtig toll. Ja, das kriege ich jetzt in dieser Perfektion leider nicht nachgestellt. Was wir aber sehen ist, dass sich hier nicht allzu viel verändert hat. Selbst diese Decke hier, die wir im Film sehen, die sehr verschnörkelt ist, ist in dieser Form noch weitestgehend erhalten. Was nicht mehr da ist, sind diese runden Leuchten, die wir im Film noch sehen. Die hat man offenbar irgendwann mal abgehängt. Da sind jetzt heute andere Lampen zu sehen. Ja, und das hier ist der eben schon erwähnte Brunnen, vor dem die Kutsche steht, in der sich Kevin verstecken wird. Diese Szene sieht heute, 31 Jahre später, so aus. Wir sehen, nichts hat sich verändert. Der Brunnen steht immer noch so da, wie auch damals. Auf ihm steht übrigens eine Figur, das ist ein Kunstwerk, das sich Angels of the Waters nennt und es wurde entworfen von Emma Stebbins. Ein schöner, ruhiger Platz, wo viele Leute ihren Nachmittag verbringen. Richtig schön und richtig schön grün. Ja, und dann versteckt sich Kevin im Ablagefach, nenne ich das jetzt mal, von der Kutsche. Und die Kutsche fährt von dannen und zwar diesen Weg hier hoch. Und wie ihr hier sehen könnt, ja, auch dieser Weg existiert heute, 31 Jahre später, immer noch. Und das ist die letzte Szene, die ich euch von diesem Ort hier zeigen möchte. Einmal mehr haben wir einen tollen Blick auf diesen Teil des Central Parks. Wir sehen den schönen Brunnen mit der Statue. Und ich habe jetzt wieder viele sinnlose Minuten damit verschwendet, herauszufinden, was denn dieses schöne, interessante, hohe, spitze Gebäude dort auf der linken Seite ist. Das ist das San Remo, ein Luxus-Apartment-Haus. Was das da auf der rechten Seite ist, das findet ihr jetzt mal schön selber raus. Wir sehen diese beiden Gebäude heute nämlich sowieso nicht, weil hier alles wunderschön grün ist. Aber stattdessen haben wir heute hier einen wunderbaren Sonnenuntergang. Ein kleines Schmankerl habe ich noch für euch, den letzten Drehort für heute. Und das ist auch eine der letzten Szenen aus dem Film Kevin allein in New York. Kevin trifft seine Mutter wieder vor einem riesigen Weihnachtsbaum. Und dieser Weihnachtsbaum steht vor dem Rockefeller Center. Ja, und hier wird es dann zum Abschluss nochmal richtig beeindruckend. Das ist schon echt imposant, wenn man hier steht. Das ist die Szene aus dem Film und so sieht es hier heute in der Realität aus. Ich zeige euch hier gleich nochmal dieses Gebäude in voller Pracht. Das ist echt wahnsinnig hoch. Aber hier erstmal zum Vergleich die Szenen. Das Rockefeller Center wurde ab 1926 erbaut, ist ein Gebäudekomplex aus 20 Bauten, darunter 19 Hochhäuser. Und das bekannteste Gebäude ist das sogenannte Comcast Building. Das ist dieser riesige Wolkenkratzer hier. 259 Meter hoch, 70 Stockwerke, aber nur der 32. höchste Wolkenkratzer der Stadt New York. Tja, das hier ist der Gegenschuss. Kevin steht vor dem Rockefeller Center, guckt auf den Weihnachtsbaum, bevor er dann gleich seine Mama wieder treffen wird. Das wurde von hier gefilmt. Hier sehen wir, dass dieses Blumenbeet hier in der Mitte ein kleines bisschen anders aussieht als damals im Film. Ich weiß nicht, ob man hier die Konstruktion geändert hat oder ob man da einfach nur Bänke vorgebaut hat, die irgendwie anders aussehen. Es sieht ein bisschen anders aus und auch die Geschäfte drumherum haben sich natürlich in den vergangenen 31 Jahren ein kleines bisschen geändert.
Und hier nochmal der Vollständigkeit halber die wunderschöne Szene aus dem Film. Kevin trifft seine Mama wieder vor dem schönen Weihnachtsbaum vorm Rockefeller Center. Ich muss wirklich fast ein kleines bisschen weinen. Das wurde von hier gefilmt. Freunde, da sind wir auch schon wieder. Zurück in Jersey. Das war ein langer und ein aufregender Tag. Also zumindest für mich. Ich hoffe auch für euch so ein kleines bisschen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, was ich hier heute veranstaltet habe. Wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einfach mal einen Daumen nach oben da lasst. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke drücken. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, geht das zum Beispiel über Patreon. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Oder ihr werdet Kanalmitglied auf YouTube. Da gibt es hier irgendwie um das Video herum so einen Button. Dann gibt es immer Videos vor allen anderen. Und es gibt exklusive Inhalte. Zum Beispiel verrate ich euch, in welchem mehr oder weniger schönen Hotel ich hier übernachtet habe in Jersey. Ich schreibe euch nochmal auf, wie man genau mit dem Path Train von Jersey nach New York kommt. Und es gibt natürlich alle Adressen der Drehorte, die ich euch heute gezeigt habe, falls ihr diese Reise auch mal machen möchtet. Also Patreon oder Kanalmitglieder wissen mehr. Vielleicht lohnt sich das ja für euch. So, das war's jetzt aber auch erstmal, zumindest für die Weihnachtszeit. Ich glaube, ich habe als roter Santa Claus meine Pflicht erfüllt. Ich habe eine Drehortour gemacht zu Kevin allein zu Hause. Ich habe eine Drehortour gemacht zu Kevin allein in New York. Und ich glaube, jetzt wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten. Feiert schön entspannt mit eurer Familie oder mit euren Freunden oder alleine oder wie ihr es gerne mögt, ganz egal. Und dann sehen wir uns nach Weihnachten wieder, nämlich in 2 Wochen. Ein Video in diesem Jahr habe ich nämlich noch für euch. Wir sehen uns in 2 Wochen. Frohe Weihnachten. Tschüss und bis zur nächsten Reise.